Wir haben ja ein Video gemacht über die Sonne, über ihre Rätsel, über Mythen und ihr habt Fragen dazu. Und die sind noch viel spannender. MCandy007 fragt: Wie würde sich der Gravitationsverlust der Sonne, welcher nach 8 Minuten eintritt, auf die Erde auswirken? Also außen vorgelassen, dass kein Licht und Wärme mehr auf die Erde einstrahlt. Also nehmen wir an, die Sonne würde jetzt verschwinden. Was würde dann passieren? Wir würden einfach geradeaus weiterfliegen. Denn die Erde hat ja offenbar eine Bewegungsenergie, die hält sie auf. Das ist der eine Teil, der diesen Planeten um die Erde, um die Sonne zwingt. Und auf der anderen Seite ist ja die Gravitation der Sonne, die andere Kraft. Wir haben also zwei Kräfte. Jetzt nehmen wir eine Kraft weg, bleibt nur noch eine übrig. Und das würde bedeuten, die Erde flöge einfach weiter und mit ihr alle anderen Planeten. Schön ist auch folgende Frage, und zwar ist die von Teilzeit, Teilzeit Otaku. Angenommen, man könnte das Material, aus dem ein Neutronenstern besteht, abbauen. Wie würde man es einordnen? Ein Element kann es ja eigentlich schon mal nicht sein. Also auf den Gedanken bin ich ja noch nie gekommen. Ich meine, Neutronenstern, das ist das Ende der Fahnenstange. Wenn man sich überlegt, ein Kubikzentimeter, also so ein Stück Würfelzucker vom Neutronenstern ist so schwer wie alle Menschen auf der Erde zusammen. Und das wollte man abbauen. Das ist natürlich ein Zeug, mein lieber Teilzeit-Otaku. Das ist eine Frage. Also ein Element ist es nicht. Obwohl, wir sind fest davon überzeugt, also wir, die Astronomen, dass die Kruste von Neutronenstern aus Eisen besteht, weil am Ende eines großen Sternenlebens wird ja Eisen erbrütet, im Innersten des Sterns, und nur dieses Element bleibt dann sozusagen übrig. Alle anderen Elemente, die schwerer sind als Eisen, die werden ja erbrütet, wenn der Stern dann auseinanderfliegt als Supernova-Explosion. Aber diese Sternleiche, diese 10 Kilometer große Kugel, die besteht im Innern aus so einem komischen Zeugs aus Quarks und Gluonen und Neutronen vielleicht, man weiß es nicht so genau. Aber da oben, die Kante da, wo man reingraben würde, ist Eisen. Ich würde allerdings davon absehen, es zu tun, denn Neutronensterne sind durchsetzt von Magnetfeldern. Wenn ich mir jetzt also überlege, ich würde irgendwie mich relativ zum Magnetfeld bewegen, das wissen wir alle, die wir Elektrotechnik, ne, weißt du Bescheid, wird ein Strom induziert und das sind Ströme, da bewegt man einmal die Hand drüber und schon ist die Hand verbrannt. Denn die Magnetfelder dort sind 100 Millionen Tesla. Abartig. Eine andere Frage ist, mit welcher Masse und Gaszusammensetzung kann ein Stern entstehen? Die ist von Riordian, die Frage. Ist auch hochinteressant, also mit welcher Gaszusammensetzung, das ist eigentlich beim Stern völlig egal, weil das meiste ist sowieso Wasserstoff und Helium und der Rest sind Kleinteile. Das ist dem Stern auch egal, weil der ist innen drin so heiß, da spielt es keine Rolle, aus welchen Elementen der besteht. Interessant ist vielmehr, mit welcher Masse. Nämlich nicht jede Masse, nicht jede Gasmasse, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammengefallen ist, wird ein Stern. Ja, zum Beispiel der Jupiter, der ist ja auch unter seinem eigenen Gewicht zusammengefallen, der hat aber nur 317 Erdmassen. Der hat ein bisschen innen drin Gravitationsenergie, die er abstrahlt, aber das ist kein Stern. Die Sonne dagegen mit 333.000 Erdmassen, die strahlt ja, sehen wir ja. Ne? Und wie? Also im optischen Bereich. Also man kann für Sterne, gibt es eine Minimalmasse, die nicht unterschritten werden darf, damit es im Innern dazu kommt, dass Atomkerne miteinander verschmelzen. Und das sind so ungefähr eine Hundertstel bis zu einer Tausendstel Sonnenmasse. So je nachdem, ob der Stern sich noch stark dreht oder nicht. Kann es auch sein, dass der Stern einfach ausbrennt? Wäre jetzt meine Vermutung, wenn er seit 1890 an Leuchtkraft verliert, fragt Nudelreaktor. Also erstmal wusste ich nicht, dass die Sonne seit 1890 an Leuchtkraft verliert. Die hat früher viel geringere Leuchtkraft als heute gehabt. Also ganz viel früher als er. So eine Milliarde Jahre alt war, da hatte sie nur 75% der Leuchtkraft. Da war viel eher die Frage, warum unser Planet nicht total vergletschert. Weil wenn die Leuchtkraft fehlt, ja, müsste so ein Planet ja eigentlich total einfrieren. Wenn der aber total einfriert, dann ist er genau total weiß. Eine total weiße Kugel, die taust er aber nicht mehr auf. Da musst du also schon richtig was drauflegen. Also der kann aber auch nicht einfach ausbrennen, weil das ist eine Maschine, die steht unter ihrem eigenen, unter dem Einfluss ihrer eigenen Masse. Die drückt immer auf sich drauf. Solange sie innen drin Fusionen macht, so lange kann sie es machen. Und wenn sie dann nicht mehr Fusion macht, dann bricht sie unter ihrem eigenen Masse einfach zusammen. Ja, dann kommt eben ein weißer Zwerg raus. Und hier, MCandy007 fragt:
Würde man die Sonne durch ein schwarzes Loch mit selbiger Masse ersetzen, wie lange könnte die Menschheit ohne Sonnenlicht und deren Energie überleben? Schreibt Zenonia. Also erstmal schwarzes Loch ist klar, ne? Genauso schwer. Die Planeten blieben auf ihren Bahnen, das haben wir nicht schlecht gedacht. Gut, ja, dann würde es eine Weile brauchen, bis es soweit ist. Also ich schätze mal, die Erde würde relativ schnell einfrieren, ohne die Beleuchtung. Und innerhalb weniger Tage wäre es passiert. Da die Erde keine eigene Energiequelle hat, ein bisschen Geowärme gibt es, aber das reicht nicht aus, wäre es innerhalb weniger Tage, wären wir komplett eingefroren. Wir würden die Atmosphäre verlieren, weil es so kalt würde. Also würde die Atmosphäre praktisch runterfallen und das war's. Es würde alles eiskalt werden. Wir würden uns noch einen Cognac gönnen. Und das war's. Chris in Triple T. Ich hoffe, es ist richtig. Der fragt, wenn der Stern, aus dem unser Sonnensystem entstanden ist, ca. 25 mal mehr Masse hat als unsere Sonne, müsste doch bei seiner Explosion ein schwarzes Loch entstanden sein, oder? Die Antwort ist erstmal ja. Wenn ja, schreibt er hier, wie weit wäre es dann theoretisch von unserem Sonnensystem entfernt? Chris, das weiß kein Mensch. Das ist 4,5 Milliarden Jahre her, 4,6 Milliarden Jahre sogar. Inzwischen ist das Sonnensystem 50 Mal um unsere Milchstraße rumgerast. Das schwarze Loch von damals ist wahrscheinlich schon längst davon. Also das weiß kein Mensch, wo das schwarze Loch hin ist. Vielleicht liegt es auch noch da, wo der Stern damals explodiert ist. Nur die Sonne ist natürlich schon längst davon entfernt. Daniel Wavish Wallace stellt die Frage aller Fragen. Wäre es möglich, dass ein Planet die gleiche Umlaufbahn wie die der Erde besitzt? Der Planet hätte dann ja gezwungenermaßen die gleiche Geschwindigkeit wie die Erde. Und wenn er punktsymmetrisch zur Sonne wäre, würden wir ihn nie sehen. Geht sowas? Lieber Daniel, nein. Also erstmal, die Erde hat eine elliptische Bahn und keine punktsymmetrische, also keine Kreisbahn. Ja, das heißt, sie wackelt ein bisschen, das ist das Erste. Und das andere ist, mein lieber Daniel, wir haben inzwischen so viele Sonden durchs Sonnensystem geschickt. Wenn es hinter der Sonne einen anderen Planeten gäbe, dann hätten wir ihn schon längst gefunden. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Thema, dann guckt euch einfach das Video zur Sonne an. Ach, und was ich nicht vergesse, dass ich das nicht vergesse, was ich natürlich immer vergesse, ist hier. Ne? Brauche ich ja nicht mehr zu sagen.